Yay, die Musik ist geendet nach 10,5 Stunden. Was geht, Leute? Mein Name ist Lotte Danny. Yes, willkommen back bei Badass Wheels. Willkommen back. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Danke für die Nachfrage. Ihr habt gar nicht gefragt. Trotzdem danke fürs Dasein. Heute spielen wir die besten Wertesten der Woche, also lass uns Spaß haben. Wolfro, okay, Peter, zeig, was du drauf hast. Vorsichtig, Dead. Okay, ich denke, das hat weh. Ja, das, ist nicht so gut für den Rücken, habe ich gehört. Nimm den Ball, wirf ihn und gib mir doch einen Win. Next Level. Easy, kein Problem für Peter. Peter macht immer Party, der ist es gewöhnt. Nice. Yeah, er passt da durch. Believe me, but wait. Okay, ich glaube dir. Oh nein, nein. Das war ein großer Fehler, den ich gerade begangen habe. Kann ich mal hoch? Ich lasse mich aber fallen. Vielleicht kann ich die ganzen Sachen ja... Oh mein Gott. Ist das euer Ernst? Euer scheiß Ernst? Nope. Was heißt... Nope? Natürlich. Okay. Ich habe gerade ein Geheimnis gefunden. Like das Video mehr Geheimnisse, ja. Stop naked glitches, stop these naked glitches and actually do something real with your life. Halt deine Schnauze. Neon live. Okay, Frederico, zeig, was du drauf hast. Beweg dich. Oh mein Gott, du bist voll langsam. Du bist so langsam. Okay, das Ziel ist es also, alle Münzen zu bekommen. Und ich hab's geschafft. Die Vogelpower hat's mal wieder gezeigt, dass alles möglich ist, solange man es will. Frederico hat am Anfang nicht geglaubt, dass die Vogelpower möglich ist, aber dann hat es jahrelang geübt und irgendwann konnte er es dann perfekt. Tja, Frederico ist halt ein Vorbild für niemanden. Naked Potato. Press Tab R. Rate 5. Und Restart. Farsche. Naked Girl Glitch plus 18. R8. 5? Was? R8 5 to get her clothes off. It really works. Putting off clothes. Das ist das erste Level, was tatsächlich funktioniert. Okay. Also, wahrscheinlich seht ihr es nicht, weil ich es zensiert habe, aber sie ist tatsächlich nackt. Sie ist nackt. Sie ist nackt. Das ist ein Level, was wirklich klappt. Okay, would you ever... Am Anfang war es hier nur die Nicht-Full-Version, aber jetzt ist es die Full-Version, also wollen wir mal sehen. Have a stack of homework that is 10 inches tall. 10 inches? Ich weiß gar nicht, wie viele Inches sind ungefähr. Get a D on every test. A D. Also, a D ist schlecht, oder in Amerika? Ich habe keine Ahnung. Aber ich nehme, oh mein Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Have a stack of homework. Also, ich sag mal so, ja, ich mach. Nein, ich nehme einfach die Idee. Scheiß drauf. Ist okay, keine Ahnung. Wo sind die Prozentanzahlen? Ich will die Prozente sehen. Was andere gemacht haben. Steht nirgendwo, verdammt. Okay, das nächste. Win $1,000 every day. Ist eine Menge. Nicht schlecht. Win 500,000 and donate half of it to the charity. Ja, das reicht. Ich meine, 250,000 hat man für sich selbst. Und für die anderen. Weil das Geld, müsst ihr euch mal vorstellen, das ist nicht verdient. Man bekommt es einfach nur so. Ich finde auch allgemein Lottogeld und verdientes Geld. Also Lottogeld und verdientes Geld sind was vollkommen anderes, weil Lottogeld ist nicht verdient, das ist 100% Glück. Und sowas wie bei Wer wird Millionär ist ein bisschen was anderes, da ist das Geld auch verdient, weil man quasi für sein Wissen belohnt wird. Aber bei Lotto zum Beispiel ist es sehr, sehr glückabhängig, deswegen Lotto-Sachen, ich bin gar nicht so Fan davon und würde auch Lotto nicht spielen. Drone slowly by a tsunami, das ist ziemlich schmerzhaft. Burn to death. Death slowly by a volcano. Nein. Nein. Da lieber Tsunami. Ich will nicht verbrannt werden. Ein paar Leute fragen mich, was würdest du lieber verbrannt werden oder ertrinken? Und ich würde auf jeden Fall lieber ertrinken. Beides ist schlimm. Aber, ach komm schon, verbrannt werden. Das schmerzt so extrem. Live on Mars for 20 years. Live underground for 10 years. Underground, also unter uns. Oder auf dem Mars. Und da ich das Universum so sehr mag, würde ich mal Mars wählen. Das wäre ziemlich cool. Da steht zwar nicht, ob ich überleben würde, aber in dem Moment ist mir das vollkommen egal. Go 5 days without internet, go 2 days without food or water. Okay. Also. Okay, also. Normalerweise müsste ich kein Problem mich haben, dafür zu entscheiden, aber ich würde einfach sagen, scheiße, auf 2 days halte ich aus. Würde da 3 Tage stehen, vielleicht nicht ganz, aber naja. Live without clocks or watches or anything that tells time. No chicken. Boah, ohne Zeit.
Also es bedeutet auch ohne Menschen. Ich nehme da lieber No Chicken. Ich liebe Chicken über alles, aber hier steht Nothing what tells time. Also niemand, der Zeit sagt. Das bedeutet, ich könnte auch keine Menschen fragen anscheinend, stimmt's? Gott, ich werde hier ziemlich gefickt. So ist es, Mann. Oh nein, nein, nicht so schnell, nicht so schnell. Okay. Meet John Cena. Alter, das ist nämlich so ein, so, sowas von egal. Get RKO'd and win. Ich nehme einfach das hier. Mir interessiert das noch nicht mit John Cena. Okay. Raid 5. Whichever. Or. Was? Raid 5. Was zum Teufel? Okay, was weiß ich. Aber auf jeden Fall. Wo sind bitte. Das, was an Whichever richtig geil ist, dass man sieht, was andere Leute. Für was sich andere Leute entschieden hätten. Und hier sah man das gar nicht. Man konnte nur antworten auf das Ganze, aber man konnte gar nicht sehen, was andere Leute genommen hätten. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, leider. Naked Lady, 100%. Restart, dann. Nein, das klappt meistens nie. Dann klick hier, when you. Okay, Restart. Hab ich. Es geht nicht. Das ist eine Verarsche. Oh mein Gott. Ah, Raid 5 hat eine Schnauze. Reflections. Ein Level von Baum HD, wir kennen ihn ja. Er ist ja ein absolutes Genie, wenn es um so welche Level geht. Da macht er wirklich richtig geil Level. Das Level heißt Reflections. Und wir sind Mr. Jumperman, was ich ziemlich geil finde. Mr. Jumperman liebt die Level von Baum HD, hat er ja gesagt. Hat er mir öfter gesagt, als wir vor allem über WhatsApp geschrieben haben, hat er gesagt, ja, Danny, ich mache gerade eine Pause vom Jumpen und bald werde ich aber wieder die Level von Baum HD spielen, denn diese Level sind wirklich gut. Sehr, sehr cooles Level. Cool aussehendes Level. Keine Ahnung, was das für ein Level ist, aber den haben wir lange nicht mehr gespielt, deswegen bin ich ganz froh. How to make a Happy Wheels Level. Oh. Oh nein. Oh mein Gott. How to fly, wie wär's damit? Okay, könntest du bitte, danke. Step 1. Have an idea. Bla, bla, bla. Natürlich. Step 2. Decide on the character. Okay, interessant. Customize the character. Okay, cool. Pick the background color. Das ist sehr wichtig. Make a skeleton. Ja. Okay. Step 2. Step 6. Add details. Diese Schattierungen, die sind auch bei Cartoons sehr wichtig, finde ich. Step 6 nochmal. Make things that put in the level. Bla bla bla. Loose triggers. Oh, das ist cool. Step 8. Give it a good description. Okay. Publish it at a good time. Okay, das ist anscheinend auch wichtig. Bei YouTube-Videos ist auch sehr wichtig, die Videos um eine richtige Uhrzeit hochzuladen. Meistens nicht, aber egal. Go and play your level. Click to win. Einfach. Yay! Der Typ hat auf jeden Fall Ahnung, wie man Level macht. Vielen Dank für deine Infos. Aber ich weiß nicht, ob ich jemals ein Level in Happy Wheels kreieren werde. Wahrscheinlich nicht. Weil ich komplett untalentiert bin, wenn es um sowas geht. Sword Throw. Schon wieder. Okay. Ab heute werde ich wahrscheinlich eine Pause von den ganzen Sword Throw Leveln machen, weil Peter hat gesagt, er will mehr Party machen. Er hat keinen Bock mehr auf den Scheiß. Er hat einfach keinen Bock mehr, immer wieder dasselbe zu machen. Nice. Komm schon. I'm your biggest fan. Deine Schnauze. Ich zeig dir, wer dein Daddy ist. Wer ist dein Daddy? Peter ist dein Daddy. Yeah! Yay! Wow! Letztes Schwert. Ich sollte nicht so rumschreien, weil ich extrem erkältet bin und ich habe mich gerade angehört wie ein Delfin. Was ziemlich episch ist, denn ich wünschte, ich wäre ein Delfin. Zombie Age. Okay, wir sind ein Agent. In Wirklichkeit sind wir Peter, aber das weiß ja keiner. Übrigens, ich muss heute ein bisschen leiser reden, weil ich meine Stimme wieder Probleme habe damit. Sie sehr, sehr trocken ist aus irgendeinem Grund. Oh, safe Zone. Exit. Okay, wo gehen wir lang? Es geht hier um Zombies, das weiß ich. Help us. Wem? Oh, das ist der erste Zombie. So sehen die Zombies aus. Holy shit, wir haben ihn ermordet. Sorry, Mr. Zombie, kann ich. Okay, ich glaube, das ist eine Massage für sein Genital. Ich fahre einfach mal weiter. So, nice. Oh Gott, wo bin ich? Was passiert hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Hallo? Oh, du bist ein Zombie. Habe ich nicht erkannt, sorry. Gott, wo bin ich hier? Holy shit, das sieht brutal aus. Hi. Mehr Zombies. Kein Problem, wir haben sie ermordet. Alles gut, bis jetzt sind wir sicher. Stop. Ich will. Nein. Das ist ein Stop. Okay, egal. Ich bin ein Badass und werde nicht aufhören. Also aufhören zu schreien, das geht, dass ich die Kopfschmerzen dadurch. Das ist richtig kleine Pussy. Safe House. Habe ich geschafft? Click here to click to take food. Yay! Mein Ziel war es also nur Ananas zu bekommen. Geiles Ziel, deswegen gehe ich durch die komplette Stadt und versuche jeden einzelnen Zombie zu ermorden, um Ananas zu bekommen. Würde ich natürlich auch im Echtleben tun. Wieso auch nicht? Glass Bridge. Okay, wir müssen vorsichtig sein bei diesen Leveln, denn diese Glas
Brücken, die halten nicht lange aus. Schau es mal an, ganz vorsichtig. Ohne Eile, Jimmy. Mach bloß keine komischen Faxen. Ich weiß, dir gefällt das. Aber nicht, wenn der dir das sagt. Lass uns Vogeltesting machen. Lass uns ein bisschen Risiko eingehen. Risiko? Oh, Risiko. Oh, das war Risiko. Okay, wollen wir nochmal? Okay. Und Vogeltechnik könnte man jetzt machen. Ja, Risiko. Follow win. Oh Gott, nein! Ich hätte das Risiko nicht eingehen dürfen, aber ich hab's getan. Es tut mir leid an jeden, der an mich geglaubt hat. Es tut mir leid. Was ist, wenn ich Jimmy weg... Ja, verpiss dich, du kleiner Lappen. Du hast deinen Fuß verloren. Daddy bringt dir deinen Fuß nicht zurück, nein. Es sei denn, ich bekomme noch mehr Kindergeld. Dann vielleicht. Level 3. Vorsichtig, nicht so schnell. Level 4. Nicht so schnell, nicht so schnell. Level 5. Oh Gott. Soll ich sehr, sehr langsam gehen oder nur langsam? Okay, lass uns jetzt hier, ich glaube, jetzt wird es richtig schwer. Ich gehe mal sehr, 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 sehr langsam. Oh Gott, Frederico, du machst es viel zu hastig. Alter, hast du überhaupt Geduld? Bist nicht für deine Geduld bekannt, ne? Bist für Vogeltechnik bekannt, stimmt's? Yay, ich glaube, das war's, oder? Nice! Woo! Okay, ich will das Video vorher erstmal stehen lassen. Das war es mit Badass Wheels. Und sorry, dass ich ein bisschen leiser sein musste, aber manchmal ist es immer so, ich habe keine Lust, wieder heiser zu werden, so extrem. Jetzt geht's wieder. Aber zum Beispiel gestern wollte ich Videos aufnehmen und dann ist meine Aufnahme die ganze Zeit abgestürzt und dann waren das so wie 6 Videos, die ich aufgenommen habe täglich an einem Tag. Und das hält meine Stimme dann irgendwann nicht mehr aus. Und deswegen muss ich ab und zu mal ein bisschen runterkommen. Außerdem finde ich es nicht schlimm, wenn ich mal Episoden mache, wo es ein bisschen ruhiger auf sich geht. Das bringt ein bisschen Abwechslung. Also, vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt wie badass ihr seid und like dieses Video. Schau auf meinem Kanal vorbei, mehr Videos zu sehen. Ich muss hier abonnieren. Jetzt muss ich euch schon mal streiten. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich immer noch 3, 2, 1, Show! Was geht, Leute?